Weiter geht's. Einen haben wir noch, und zwar den Titel der Legendenmannschaft des Jahrzehnts. Sie haben gewählt, und hier ist die Entscheidung. Mannschaft des Jahrzehnts ist Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die Beachvolleyball-Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Ihre grandiosen Leistungen mit Olympiagold und dem WM-Titel 2017 belohnt. Sportlegenden des Jahrzehnts. Das Beachvolleyball-Team Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Hallo! Hallo! Guten Abend. Herzlichen Glückwunsch, guten Abend. Ich gratuliere ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Und das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben sich da jetzt also durchgesetzt gegen die Fußballer, gegen die Weltmeister von 2014. Laura, froh darüber, Ihren Sport so nach vorne gepusht zu haben? Absolut. Also ich glaube, wir sind immer noch sprachlos. Also immer, wenn wir gefragt werden, was sie denken, wissen wir gar nicht, was wir darauf antworten sollen. Was ist echt eine absolute Wahnsinnsehre. Und es sind natürlich alle Mannschaften grandios. Sie haben super viel erreicht. Aber es ist schon schön, dass wir unsere Sportart natürlich ein bisschen nach vorne pushen dürfen. Und wir schauen uns jetzt, bevor wir weiterreden, zunächst noch mal Ihre grandiosen Highlights an. Den Doppelschlag Olympia und Weltmeisterschaft. Das müssen wir uns einfach noch mal anschauen. Das sind denkwürdige Bilder und Momente. Bitte sehr. Es ist die Geschichte von wilden und leisen Tönen. Mit der Frage, wie viel hält ein Körper im Leistungssport aus? Goldspuren auf 128 Quadratmeter Sand. Dem Rausch in Rio folgt das Wunder von Wien. Das kleinste vorstellbare Team als Mannschaftslegende. 17. August 2016, Olympiafinale. Die deutschen Sandflüsterinnen gegen Weltmeisterinnen aus Brasilien. Nie zuvor hat ein europäisches Frauenteam überhaupt eine Olympiamedaille gewinnen können. Verletzungen in der Vorbereitung. Der Meniskus muss raus. Es wird aber eine Operation Gold, trotz allem. Es ist halt wirklich eine schwere Zeit einfach und die sind immer alle für uns da. Ein Duo als Schicksalsgemeinschaft startet seine Siegesserie in Brasilien. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst bleiben kühl im Hexenkessel an der Copacabana. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, 3 Punkte entfernt vom größten Erfolg ihrer Karriere. Da müsste doch, wer weiß, was passieren. Da müsste hier der ganze Sand losfliegen, damit das noch schief geht. Aus. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind Olympiasiegerinnen. Ihre erste Olympiamedaille ist gleich die wertvollste, die es geben kann. Aber sie kommen auch krank aus dem Sand. Knie, Hüfte, Schulter. Ihre Triumphe begleiten viele Operationen, Narben und Tapes am Körper. Wieder ein Wettlauf mit der Zeit, diesmal für die WM in Wien, Sommer 2017. Auf der Donauinsel. Der Körper ist fit, die Gegnerinnen besiegt, trotz 38 Grad in der Luft und 64 Grad im Sand. Nicht so leicht und jetzt sind wir im Finale. Der Schmetterball zum zweiten Gold. Nie zuvor hat das ein europäisches Frauenteam geschafft. Zwei Siege für die Ewigkeit. Als Legenden ihres Sports. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, herzlichen Glückwunsch. Das ist zum dritten Mal stehen Sie hier bei den Sportlern des Jahres auf der Bühne, jetzt als Legenden des Jahrzehnts. In den letzten Jahren war Familie angesagt. Bei Ihnen ist es das kleine Söhnchen Theo, der durch die Wohnung wuselt. Gibt es Ihnen noch mal so einen zusätzlichen Push? Was bedeutet das auch für den Sport? Wenn er so ein kleiner Mensch auf einmal noch im absolut Leben ist. Unbeschreiblich. Also vorher hat man mir gesagt, dass so eine Liebe als Mama, die gibt's nicht, kann man nicht beschreiben. Habe ich gedacht, ja, komm und so. Und das ist schon etwas Unbeschreibliches, was auch einen übelst motiviert, irgendwie zu zeigen, ja, wofür man kämpft, wofür man Leidenschaft entwickeln kann und wofür man brennen kann. So. Und ich hoffe natürlich, dass er das auch mitkriegt in den jungen Jahren und dann irgendwann seiner Mama auch ein bisschen zujubelt. Bei Laura ist es der kleine Sohn. Kira hat gleich
3. Das sieht so aus. Wir sehen also die Drillinge, Mo, Emma und Pepe. Wir sehen auch die Ehefrau Maria und den Papa. Na, da ist aber ordentlich Party zu Hause, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile sehr viel Action. Ich glaube, jetzt gerade liegen sie im Bett und schlafen. Ich hoffe es zumindest für Maria. Die sind 2, ne? Bitte? Die sind jetzt im Oktober 2 geworden und ja, haben ihren eigenen Kopf mittlerweile und halten uns gut auf Trab. Also ausruhen, also fit bleibe ich auf jeden Fall gerade in der Zeit. Unglaublich, großartig, ja. Toll. Und jetzt haben wir an dieser Stelle natürlich auch ein Highlight für Sie, eine Laudatio. Wir wollen Ihnen Freude bereiten. Das machen natürlich nicht Katrin und ich, sondern die Beachvolleyball-Olympiasieger von 2012. Julius Brink und Jonas Reckermann. Also jetzt, meine Herren, die nächste Minute gehört Ihnen. Keine Zurückhaltung. Auf geht's. Ja, erstmal schöne Grüße nach Baden-Baden. Und über die Minute, da werden wir dann gleich noch mal drüber sprechen. Aber ja, diese Laudatio-Thematik. Ich muss sagen, Jonas, gut, wir wurden gefragt, aber es hängt uns so ein bisschen zum Halse raus. Ne? Wir sind sehr, sehr ehrlich. Wir haben die letzten Jahre nichts anderes getan, als bei diesen superlativen Laudatios zu halten über die beiden. Ja, ich meine, der Film hat ja alles gezeigt. Sie haben natürlich auch eine tolle Karriere hingelegt, aber gegen wen haben sie sich durchgesetzt? Das ist ja mehr oder weniger Fallobst. Also du hast auch nicht für die Fußballnationalmannschaft getippt, oder? Also, ne. Und auch nicht gestimmt. Ja. Nee, konnte man nicht. Ich frage mich ja immer noch, liebes ZDF, wo waren wir? Also warum sind wir nicht aufgestellt worden? Weil dann wäre diese Wahl definitiv anders gelaufen. Das kann ich Ihnen aber sagen. Wir haben uns schon ein bisschen gefragt, warum wir nicht dazu waren. Weil du Experte bist vielleicht? Ja, gut. Eigentlich arbeite ich für die ARD, das stimmt. Aber dennoch haben wir uns überlegt, was könnte man in so einer Laudatio dann überhaupt noch Nettes sagen? Weil wir haben sie ja inspiriert. Wir waren ja die Ersten. Wir waren zuerst der Olympiasieger. Wir waren zuerst der Weltmeister. Und als wir dann irgendwie so langsam unseren Lebensabend gestalten wollten, kamen die Berliner Göre da um die Ecke. Ich meine, wir kennen die doch noch. Wir wissen doch noch, wie die mit uns in Neuseeland ausgebüxt abends um 12:30 ne, zur Tankstelle. Genau, hier, Eis gespachtelt. Und irgendwann mussten wir der mal sagen, Mädel, verschmeiß dein Talent nicht raus. Du bist doch viel besser als wir. Und dann hat sie alles clever gemacht. Ja, dann hat sie unseren Trainer haben sie auch noch abgeworben. Und dann letztendlich, ja, ich denke, du findest noch nette Worte. Ja, ich versuche mal. Also wie üblich bin ich bei uns für den seriösen Part zuständig. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, wenn man so hochkarätige Teams hinter sich lässt, wie den Ruderachter, die deutschen Fußball-Weltmeister oder auch den großartigen ersten FC Köln, dann hat man sehr viel mehr richtig gemacht, als einfach nur sportlich erfolgreich zu sein. Wenn Laura den Court betritt, dann geht die Sonne aus. Ja, also sie umtreibt eine Aura. Sie ist eine sehr emotionale Person, die ganz viel Energie auf den Beachvolleyball-Court bringt. Und ich glaube, das ist das, was einem so diese Freude bereitet, ihr dabei zuzugucken. Dazu bringt sie auch noch mit die erfrischendsten Interviews der gesamten deutschen Sportszene. Dazu hat seine Partnerin, die hat einen wirklich sehr, sehr dicken Dickkopf und das ist positiv gemeint. Kira stemmt sich mit jeder Faser ihres Körpers gegen Niederlagen, gegen schwierige Situationen. Und ich glaube, sie hat auch die ein oder andere gesundheitliche Problematik in der Vergangenheit gehabt, ist immer wieder erstarkt, zurückzukommen. Ja? Und die beiden sind also deswegen nicht nur wahnsinnig tolle Persönlichkeiten und super erfolgreich, sondern echte Legenden des Sports. Und so rechtermaßen, Julius, muss man so sagen, ja, haben sie verdient diese Auszeichnung erhalten. Ganz liebe Grüße aus Solingen nach Baden-Baden. Herzlichen Glückwunsch. Das passt. Ein lustiges Völkchen, Julius Brink, Jonas Reckermann. Das ist also Ihre Interpretation von 60 Sekunden. Danke ganz herzlich. Schöne Grüße, Ihnen noch mal, schöne Weihnachten. Ihnen nochmal Gratulation, Ihr Pokal. Ich glaube, Laura, wollen Sie denn entgegennehmen? Einer darf den oder mal Kiefer. Es gibt jetzt nur einen. Was machen wir denn jetzt? Kommt euch nicht zu nah. Der wird wechselseitig mal zu ihr und mal zu ihr ziehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und das waren Sie, die Sportler des Jahres 2020, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin dafür, dass im nächsten Jahr wieder volles Haus, mehr Lametta ist. Ich möchte wieder Sportlerinnen und Sportler in diesem Saal haben. Ich möchte Menschen treffen können. Ich möchte, dass Rudi wieder da ist. Ja, euch ist ja eigentlich, geht ja noch kaum noch besser. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Und wir wünschen schöne Weihnachten. Ja.